Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Oh mein Gott, Leute, mir kommt es so vor, als wäre der letzte Beauty Haul gefühlt 5 Jahre her. Ich weiß gar nicht, wann ich den letzten hier hochgeladen habe. Aber falls ihr euch noch an meine Anfangszeit erinnern könnt, ich war fast jede Woche, ich war jede Woche im DM und habe da mindestens 50 Euro ausgegeben, wenn nicht noch mehr. Und dann gab es jede Woche mindestens einen Haul und irgendwie, ja, habe ich das so ein bisschen vernachlässigt? Ich würde nicht sagen, dass ich das vergesse, aber manchmal komme ich so ein bisschen durcheinander, denn manchmal zeige ich auch auf Instagram, meinen Insta-Stories so 2, 3 Produkte, die ich mir vielleicht gekauft habe und dann weiß ich gar nicht mehr, wo habe ich was gezeigt oder möchte ich noch was zeigen. Ich habe hier auf jeden Fall 2 vollgepackte Tüten, beides von Sephora. Nicht alle Produkte sind von Sephora, aber tatsächlich die meisten, muss ich jetzt wirklich gestehen. Das war aber überhaupt keine Absicht. Aber tatsächlich war ich in der letzten Zeit häufiger bei Sephora, denn die haben jetzt auch Hourglass und Fenty Beauty hat neue Produkte rausgebracht. Und vor allem ist es auch ein bisschen gefährlich, denn ich bin ja bei der Benefit Browbar und lasse mir dort immer meine Augenbrauen machen. Und direkt daneben ist quasi der Sephora. Also ich bin immer in der Benefit Browbar im Galeria Kaufhof und der Sephora ist ja im Galeria Kaufhof. Und ich muss da immer vorbeilaufen und das ist eigentlich richtig schlecht für meinen Geldbeutel. Aber ja, ich bin halt so Beauty begeistert und es ist auch mein Hobby, von dem her finde ich das dann auch nicht ganz so schlimm. Ich würde sagen, ich starte einfach mit meinen Produkten, die ich in den letzten Wochen und Monaten so gekauft habe und wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Dieses Video ist auch überhaupt nicht gesponsert von Sephora, auf keinen Fall, falls ihr das denkt. Aber ich möchte nochmal kurz anmerken, das hatte ich auch in meinem letzten Video erwähnt, hier oben wird ab jetzt immer Dauerwerbesendung stehen. Das hat einfach den Grund, weil, ihr habt es bestimmt auch auf Instagram mitbekommen, wenn ihr da aktiv unterwegs seid, dass es diverse Abmahnungen gibt für fehlende Werbekennzeichnung. Und ich möchte mich da persönlich einfach absichern. Ich habe keine Lust auf irgendeine Abmahnung, ich möchte keine Strafe zahlen. Und deswegen muss ich, egal ob es gesponsert ist oder ob es PR-Produkte sind oder ob es nicht bezahlt ist, werde ich hier Dauerwerbesendung hinschreiben. Wenn ein Video gesponsert, bezahlt ist, werde ich euch das vorher nochmal ausdrücklich oder werde ich es nochmal erwähnen, einfach damit ihr auch selber unterscheiden könnt, welches Video ist jetzt entstanden in Form einer Kooperation und welches nicht. Ich würde sagen, ich beginne mit dem ersten Produkt aus der Drogerie und zwar habe ich mir das Mrs. Bella Pinselset gekauft, denn falls ihr eines meiner letzten Videos geschaut habt, dann ist euch dieses Pinselset auf jeden Fall bekannt, denn ich hatte das in meinem Beauty-Geschenke-Guide für Nikolaus, Weihnachten und fürs Wichteln vorgestellt. Ich war nämlich auf der Suche nach schönen Geschenken, die jetzt nicht so den finanziellen Rahmen sprengen und da hatte ich euch das gezeigt und hatte mir es auch deshalb extra gekauft. Ich muss sagen, Pinsel kann man sowieso nie genug bekommen. Ich habe sie jetzt tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Ich habe sie noch nicht mal so richtig ausgepackt, einfach weil ich noch nicht dazu gekommen bin, um ehrlich zu sein. Aber ihr bekommt hier, wie viele Pinsel sind das? Es sind 9 Pinsel, die ihr hier bekommt und ich kann allgemein sagen, BH Cosmetics Pinsel sind wirklich super und ich finde es echt toll, dass es die auch in der Drogerie gibt. Vor allem auch, dass es die Pinselsets in der Drogerie gibt, denn in der Drogerie, ich spreche jetzt vor allem natürlich die DM an, gibt es natürlich auch Real Techniques, die haben auch so kleinere Sets, aber nicht so die krassen mit 9, 12 Pinseln oder irgendwie sowas. Und dann finde ich es echt cool, dass es BH Cosmetics jetzt auch zum DM geschafft hat. Ich hole mal einen raus. Also ich finde auch, dass die Farbe so schön ist. Also ich meine rosa, klar. Das spricht mich natürlich sehr an. Vorne steht auch mal nochmal Mrs. Bella drauf. Und ich werde sie auf jeden Fall noch benutzen, keine Frage. Aber wie gesagt, ich kam einfach noch nicht dazu. Wahrscheinlich müsste ich sie echt mal alle auspacken und in meinen Pinselhalter stellen. Und dann würde ich sie auch wirklich aktiv benutzen. Aber allgemein weiß ich jetzt schon, dass die von der Qualität auf jeden Fall super sein werden. Die beiden letzten Produkte aus der Drogerie sind von der Marke Make-Up Factory. Und zwar glaube ich, dass die beiden Farben limitiert sind. Zumindest waren sie auf einem LE-Aufsteller drauf. Und zwar sind das die Matte Lip Fluid. Ich muss sagen, ich habe glaube ich schon 2 oder 3 oder mehr Farben sogar von diesen Liquid Lipsticks sind es hier eigentlich. Und ich finde die echt gut. Also die halten wirklich bombenfest. Ich muss nur sagen, die sind zwar sehr angenehm auf den Lippen, aber minimal austrocknend. Aber wirklich minimal. Wenn man die Lippen vorher super gut pflegt, die Lippenpflege aufträgt und die einziehen lässt, dann hat man da keine Probleme. Aber die sind ja so ein bisschen austrocknend. Aber das finde ich nicht schlimm, wenn es sich noch in Grenzen hält. Und da habe ich jetzt einmal die Farbe hier. Die nennt sich
93 Purple Atmosphere und diese Farbe hatte ich auch auf einem Bild getragen, das ich auf Instagram gepostet habe und da hatten mich dann so viele gefragt, Madeleine, was hast du auf den Lippen? Denn ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen vernachlässigt, auffälligen Lippenstift zu tragen. Ich weiß nicht, wie lange ihr mir schon auf Instagram folgt, aber da gab es mal eine Phase, da habe ich irgendwie auf jedem Bild entweder einen roten Lippenstift getragen, knallig pink, dunkel schwarz, lila oder richtiges lila. Also ich habe ich da wirklich durchprobiert und irgendwie habe ich das so ein bisschen vernachlässigt. Und da habe ich die Farben auf dem Aufsteller gesehen, dachte mir, Mensch, ich möchte wieder mehr auffällige Lippenstifte tragen. Vor allem auch beim Videos drehen oder für Bilder machen und so, finde ich, das ist immer ein Eyecatcher. Und ja, deswegen habe ich mir auch beide mitgenommen. Also den hier finde ich echt schön, der ist halt so... Ja, das ist eigentlich schon so ein dunkleres Lila, aber passt auch perfekt zum Beispiel in den Herbst, der ja jetzt eigentlich schon vorbei ist, aber kann man trotzdem noch tragen, finde ich. Und die zweite Farbe, die ich mir mitgenommen habe, nennt sich 37 Dark Moor. Und jetzt muss ich selbst mal schauen, wie die Farbe aussieht, denn die ist ein bisschen verfälscht hier in der Tube. Man könnte denken, es wäre so ein Braun, aber eigentlich ist es so ein ganz, ganz dunkles Aubergine-Rotbraun. Also super interessante Farbe, aber sehr, sehr dunkel. Also da müsst ihr auch auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr solche Farben auftragt, dass sie da präzise arbeitet und vor allem langsam, weil sonst, wenn der einmal drauf ist, dann war es das. Oder ihr tragt vorher vielleicht einen passenden Lipliner auf, dann fällt es euch einfach. Das nächste Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist von Benefit. Das habe ich mir gekauft, als ich bei der Benefit Brow Bar war und mich mal habe beraten lassen. Ich habe mir nämlich jetzt den Goof Proof Pencil geholt. Ich habe die Pomade zu Hause, ich habe den Precisely My Brow Pencil zu Hause, ich habe den Goof Proof, also den habe ich auch schon. Allerdings, Leute, ich war vorher beim Bräulinger bei der Benefit Brow Bar und da hat mir jede Dame eine andere Farbe empfohlen. Und mittlerweile habe ich fast jede Farbe zu Hause, bis auf, glaube ich, Nummer 1 und 3. Aber ich habe, nee, 3, bis auf 1 und 2. Ich habe 3, 4 und 6 zu Hause. Und 4 passt überhaupt nicht, ist auch viel zu warm. 6 ist zwar super aschig, also eigentlich das aschigste, was es gibt. Aber da muss man super aufpassen beim Auftrag. Also darf man nicht viel benutzen und ich habe halt auch keine Lust, da wirklich eine halbe Stunde an meiner Augenbraue zu sitzen. Und das habe ich dann meiner Augenbrauendame erzählt, bei der ich jetzt schon längere Zeit bin. Und sie hat nur den Kopf geschüttelt und meinte, wie kann das denn sein? Jeder hat ja auch einen anderen Geschmack und so haben die Dame vielleicht einfach auch aufgrund dessen verschiedene Nuancen empfohlen. Bei der Dame, wo ich jetzt immer bin, die hat mir die Farbe 2 empfohlen. Wir haben auch einmal die Nummer 3, die ich jetzt bisher benutzt habe und die Nummer 2 im Vergleich aufgetragen. Die Nummer 3 kann ich auch tragen, allerdings ist es ein bisschen zu... wie soll ich sagen, zu dunkel. Und die 2 macht das Ganze eben schön soft und auch wenn man da ein bisschen zu viel benutzt, ist es nicht schlimm. Den Goof Proof finde ich eben gut, weil man damit auch schnell arbeiten kann. Auf der einen Seite ist zum Beispiel nochmal so ein Bürstchen und auf der anderen ist eben der Stift, den man dann rausdreht und damit kann man schön großflächig arbeiten und eben ruckzuck die Augenbraue auffüllen. Alle Produkte, die jetzt noch übrig sind und die ich euch jetzt zeigen werde, sind alle von Sephora. Und ich muss sagen, ich habe da in den letzten Wochen so viel Geld gelassen. Auf jeden Fall war ich auch im Sephora in Paris unterwegs. Ich war ja dieses Jahr für ein paar Tage in Paris mit Shirin. Und da habe ich mir eine Palette gekauft. Die war nämlich in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht verfügbar und online überall ausverkauft. Und als ich die ersten PR-Bilder von dieser Palette gesehen habe, wusste ich, dass ich die unbedingt haben möchte. Das ist die Too Faced Gingerbread Spice Palette. Schon allein die Verpackung ist richtig süß. Die heißt zwar Gingerbread Spice, aber leider riecht sie nicht so. Also das finde ich ein bisschen schade. Es wäre mega gewesen, wenn die so schön weihnachtlich gerochen hätte. Weil die Chocolate-Paletten riechen ja auch alle nach Schokolade, aber die hier letzt leider nicht. Nichtsdestotrotz ist es eine wunderschöne Palette. Guckt euch mal die Farben an. Richtig schön. Also die ist so ein bisschen wärmer angehaucht tatsächlich. Wobei es auch zwischendrin auch mal so kühlere Farben gibt, aber insgesamt eher eine wärmere Palette. Es gibt schimmernde Farben, es gibt matte Farben, es gibt auch glitzernde Farben. Also von jedem Finish ist sozusagen was vertreten. Ich habe auch schon ein bisschen damit gearbeitet und ausprobiert und man kann wirklich super schöne Looks kreieren. Egal ob natürlich jetzt mit solchen Tönen hier oder auch ausdrucksstark mit so einem richtig krassen Pink zum Beispiel. Da ist auch ein super schönes Grün dabei mit so Schimmer drin. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Palette und ich bin froh, dass ich sie noch bekommen habe, denn ich habe schon jegliche Hoffnung aufgegeben, aber in Paris hatten sie echt noch einige Paletten davon da.
Passend zu der Gingerbread Spice Palette haben sie auch Lippenprodukte rausgebracht. Das gab es schon letztes Jahr, aber da gab es nur ein Produkt. Und ich war damals im Sephora in Straßburg und da hatte ich den Tester gesehen, aber war irgendwie zu spät dran. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es diesen Liquid Lipstick gibt, der limitiert ist. Und da habe ich den geswatcht und es war um mich geschehen. Und ich habe den ganzen Sephora auf den Kopf gestellt und habe online überall nach ihm geschaut. Er war einfach komplett ausverkauft. Und dieses Jahr gibt es zwei verschiedene Farben davon. Es gibt einmal Gingerbread Man und Gingerbread Girl, glaube ich. Genau, ich habe jetzt Gingerbread Girl mir gekauft, weil ich einfach finde, dass die Farbe mir vom Unterton ein bisschen besser steht. Ich weiß gar nicht, wie Gingerbread Man aussah. Ich glaube, das war ein bisschen zu orange und zu speziell. Aber die Farbe ist halt auch richtig schön. Und sowas habe ich überhaupt nicht. Weder als Lippenstift noch als Liquid Lipstick. Und außerdem finde ich den Geruch mega geil. Oh, das riecht richtig nach, ich kann es gar nicht beschreiben, ja, süß, Weihnachten, nach Plätzchen, also richtig toll. Und vor allem die Kappe hier oben, da ist so ein, ja, so ein Gingerbread Girl eben drauf, also ein Pfefferkuchenmann-Mädchen, nee, Pfefferkuchenmädchen heißt es ja dann. und ja, auf jeden Fall echt süß gemacht. Ich habe vorher noch nie einen von den Melted Matte Liquid Lipsticks von Too Faced ausprobiert. Das ist jetzt einer meiner ersten. Und ich muss sagen, mir gefällt die Farbe super gut. Auch die Konsistenz ist toll, Haltbarkeit ist super. Also es könnte sein, dass ich mir eventuell in naher Zukunft nochmal so einen zulegen werde. Denn die haben auch wirklich richtig schöne Farben, habe ich mal geschaut. Dann habe ich mir eine Mascara gekauft, von der ich ein Pröbchen bekommen habe. Und zwar... da liegt es sogar noch vor mir, habe ich hier dieses Pröbchen, das habe ich in New York geschenkt bekommen, als ich mit der Olesya in New York war und wir da im Sephora unterwegs waren und wir eigentlich total überfordert waren. Ich habe gedacht, ich raste aus und die Olesya muss mich zurückhalten, beziehungsweise wir müssen uns gegenseitig zurückhalten, aber es war alles so, also es hat mich total erschlagen, weil es so viele Produkte gibt, man weiß gar nicht, wo soll man anfangen. Dann überlegt man, hat man das schon zu Hause in so einer ähnlichen Form, braucht man das wirklich? Ich war total überfordert. Und habe dann am Ende meines Einkaufs hier so ein Pröbchen bekommen von Marc Jacobs, eine Mascara. Und ich hatte die ganz lange in meiner Einkaufstüte, als ich von New York wieder zu Hause war. Und irgendwie habe ich gedacht, Mensch, probier doch mal das Pröbchen aus. Und dann war ich hin und weg von dieser Mascara. Also ich war total baff und habe die seitdem auch jeden Tag benutzt. Die ist jetzt langsam, aber sicher leer. Und zwar ist es die Velvet Noir Major Volume Mascara. Schon allein die Verpackung der Mascara sieht so edel und hochwertig aus. Richtig schöne schwarze Verpackung. Ich finde auch die Form sehr, sehr interessant. Vorne steht ganz schlicht in Silber Marc Jacobs drauf und nur unten ganz klein steht Velvet Noir Mascara drauf, hier unten. Ich kann euch wirklich sagen, das ist bisher eine der besten Mascaras im High-End-Bereich, muss ich wirklich betonen, im High-End-Bereich, die ich ausprobiert habe. Ich habe noch eine andere von Yves Saint Laurent, die ist allerdings komplett leer, weil ich die einfach... innerhalb kürzester Zeit so aufgebraucht habe, weil ich die auch super gut fand. Allerdings finde ich die noch einen Ticken besser. Also ich habe immer zu beiden geswitcht, weil die Wimpern sind ja auch nicht jeden Tag in derselben Verfassung. Manchmal sind die so schön und man muss sie auch fast gar nicht tuschen. Und manchmal denkt man sich so, was ist das eigentlich? Was machen die Wimpern da gerade? Weil sie einfach in alle Richtungen abstehen oder... keine Ahnung, also ihr kennt das bestimmt. Wimpern sind nicht jeden Tag gleich. Und deswegen habe ich zwischen beiden Mascaras so ein bisschen geswitcht. Die von Yves Saint Laurent ist leer, wie gesagt. Deswegen werde ich jetzt in Zukunft nur noch die benutzen. Eins meiner Highlight-Produkte ist definitiv das hier von Fenty Beauty. Ich habe das noch gar nicht so lange. Ich glaube, ich habe das vor 1,5 Wochen circa gekauft. Denn das gibt es tatsächlich erst seit 1,5 Wochen auf dem Markt. Und zwar ist das der Gloss Bomb Universal Lip Luminizer in der Farbe Fuzzy. Es gibt ja diesen Lipgloss von Fenty Beauty in einem etwas braunen Nude-Ton und in einem sehr durchsichtigen Silberton. Und jetzt gibt es endlich einen Rosé-Ton. Oh mein Gott, ich habe die Pressebilder auf Instagram gesehen und die Bilder von Rihanna von Fenty Beauty. Und ich dachte mir, ich muss... den Lipgloss haben. Ich brauche diese Farbe unbedingt. Denn der Lipgloss ist wirklich richtig
gut. Also auch egal, welche Farbe. Ich benutze vor allem den in der Nude-Braun Farbe super, super gerne. Das ist einfach ein Gloss, den man ständig auftragen kann. Der passt zu vielen Lippenstiften, aber den kann man auch solo tragen. Der passt zu so vielen Hauttönen. Der sieht super schön aus. Lässt die Lippen einfach gesund, voll aussehen. Und ich bin echt ein totaler Fan. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt auch so eine Rosé-Farbe gibt. Und sieht einfach so schön aus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Falls ihr mal die Möglichkeit habt, bei Sephora so ein bisschen rumzustöbern oder vorbeizuschauen. Ich weiß nicht, jeder von euch hat eine Sephora-Filiale oder einen Sephora-Shop bei euch in der Nähe. Aber schaut euch mal die Glosse an. Die sind wirklich richtig, richtig gut. Dann habe ich mir einen Puder gekauft. Das ist von Hourglass. Sephora hat seit neuestem auch Hourglass-Produkte und ich habe mich so megamäßig gefreut, denn ich wollte mir einfach die Produkte mal vor Ort anschauen. Ich habe das in New York total verballert, wenn ich ehrlich sein soll. Ich weiß gar nicht, ob sie in jedem Sephora-Store überhaupt Hourglass hatten. Das bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall wollte ich mir auch mal die Stick Foundation anschauen und eben diese Puder, die so so ein strahlendes Finish erzeugen sollen. Und da habe ich mir natürlich auch eins mitgenommen. Und zwar ist das jetzt das Ambient Lighting Powder, ich kann die Produkte nicht mehr aussprechen, die ich mir gekauft habe, in der Nuance Dim Light. Und das habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Ihr müsst auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein mit diesem Produkt, denn es ist ein gebackenes Produkt. Und wenn ich das mal ein paar Mal runterfliege, dann war es das mit dem Produkt. Deshalb sehr sanft damit umgehen auf jeden Fall. Praktisch ist hier auch, dass ein Spiegel integriert ist, finde ich auch immer sehr, sehr gut. Und das ist eben so ein Finish-Produkt quasi. Also manchmal trage ich das auch als Puder auf. Also wenn ich die Foundation aufgetragen habe, verwende ich das als Puder. Aber manchmal trage ich so ein leichtes Puder auf und gehe damit auch mal drüber. Und dann bekommt man so ein richtig schönes, strahlendes Finish. So einen richtig schönen Glow, aber einen sehr, sehr dezenten Glow. Es sieht super gesund aus. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr habt danach kein glitzerndes Gesicht. Es sieht nicht aus, als hättet ihr eine ölige Haut. Es ist einfach so ein Strahlen von innen heraus irgendwie. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das ist halt kein Produkt, das man jetzt unbedingt braucht. Das ist eigentlich ein Produkt, wenn man Make-up richtig liebt und super gerne sich schminkt und viele Produkte benutzt und auch einfach mal gerne was Neues ausprobiert und auf seine Base super viel Wert legt. Das mache ich zumindest. Also für mich ist das Wichtigste am Make-up auf jeden Fall Foundation und Concealer und Puder, dass das so gut wie möglich aussieht. Und dass es auch nicht zu unnatürlich aussieht. Das finde ich auch ganz wichtig. Und das finde ich eben auch ein sehr schönes Produkt on top, um eben die Base so natürlich wie möglich zu gestalten. Ist kein günstiges Puder. Ich habe auch so ein bisschen gezögert und bin mit dem Produkt erstmal so ein bisschen durch den Laden gelaufen. Aber ich wollte das schon so ewig ausprobieren und habe es mir jetzt einfach mal gegönnt. Die letzten vier Produkte, die ich euch zeigen möchte, sind alle von Charlotte Tilbury. Und ich muss wirklich sagen, Charlotte Tilbury ist eine nicht so günstige Marke. Ich würde sagen, die bewegt sich im Preissortiment so wie Hourglass ungefähr. Was ich mir jetzt tatsächlich das zweite Mal nachgekauft habe, ist das Puder von Charlotte Tilbury. Und zwar ist das Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder. Und da habe ich die Farbe 2 Medium. Ich glaube, es gibt insgesamt nur drei verschiedene Farben. Aber das habe ich schon wirklich so schnell aufgebraucht, weil ich es jeden Tag benutze. Das ist bisher eines der besten Puder. Also nichts im Vergleich zu dem Hourglass. Ich habe euch ja gerade erklärt, was das Hourglass Puder bewirkt. Das ist nicht zum Abmattieren gedacht. Das hier benutze ich zum Abmattieren. Und das sieht so natürlich aus. Also ich bin jedes Mal, wenn ich das benutze, bin ich so erstaunt. Vor allem auch, wie es unter den Augen aussieht. Wie es einfach nicht pudrig aussieht. Nicht so extrem abmattiert und eigentlich so fahl aussehen lässt und es hält den ganzen Tag. Ich werde mir das so lange nachkaufen, bis es irgendwann vielleicht nicht mehr gibt. Keine Ahnung, ich will es nicht hoffen, aber es ist wie gesagt bisher das beste Puder, das ich ausprobiert habe. Gleichzeitig mit dem Puder hatte ich mir auch einen neuen Concealer zugelegt. Und zwar ist das dieser hier, der ist auch relativ neu, glaube ich. Es ist der Magic Away Liquid Concealer. Und da habe ich die Farbe 4 und das ist eigentlich ein ganz interessanter Concealer, denn der hat hier so ein Schwämmchen-Applikator und ist ein bisschen dreckig, ich müsste es sauber machen. Und normalerweise bin ich kein Fan von diesen Schwamm-Applikatoren.
Aber ich muss sagen, damit lässt es sich wirklich super gut auftragen. Ich würde es damit nicht verblenden. Also ich verblende es dann immer entweder mit einem Pinsel, mit meinen Fingern oder mit dem Beauty Blender. Und danach sieht man einfach so schön frisch aus. Also es hat echt eine sehr, sehr gute Deckkraft, aber es sieht wie alle Produkte von Charlotte Tilbury nach nicht zu viel aus. Man sieht einfach wacher aus, frischer aus, irgendwie strahlender. Es spendet die richtige Menge an Feuchtigkeit, sodass es nicht zu cremig ist und auch nicht in die Augenfältchen rutscht. Und es hält auch wirklich den ganzen Tag. Also das ist auch ein super Concealer. Um diese Foundation bin ich monatelang rumgeschlichen und war, glaube ich, einfach zu geizig, mir die zu kaufen. Ich habe die mir auch ein paar Mal auftragen lassen und war jedes Mal so begeistert. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt kaufe ich sie mir einfach, wenn ich jetzt schon monatelang drum rumschleiche und sie immer wieder anschmachte, dann gönne ich mir das jetzt einfach. Und zwar rede ich von der Light Wonder Youth Boosting Perfect Skin Foundation. Die hat noch einen Lichtschutzfaktor von 15 mit drin. Und ich habe jetzt die Farbe 5 Medium. Und ich habe mir die auch kurz bevor ich sie gekauft habe, auftragen lassen. Und das ist so ein schönes Finish, wirklich. Also mittlerweile bin ich so ein bisschen weg von dem stark deckenden. Manchmal, wenn ich filme, muss ich ein bisschen was Starkdeckendes auftragen, einfach aus dem Grund, weil die Studiolichter hier jede Pore, jeden Pickel, jede Unebenheit so krass betonen, dass ich mit einer leicht deckenden Foundation aussehe, als hätte ich gar nichts aufgetragen. Aber im Alltag trage ich nur noch leicht deckende Foundations und welche, die einfach mir einen Strahlen verleihen und nicht nach zu viel aussehen. Und habe mich deswegen auch für die entschieden. Weil ich würde sagen, die Deckkraft ist so ein bisschen leicht bis mittel. Man kann sie definitiv aufbauen. Aber wenn ich so Unebenheiten wie Pickel oder sowas habe, arbeite ich lieber mit dem Concealer und kann dann gezielt nochmal abdecken. Ich hätte halt gerne was im Alltag, das ich nicht auf meiner Haut spüre und wo ich mich nicht so zugekleistert fühle. Und das ist so toll, wirklich, die Foundation ist richtig, richtig gut. Und gerade auch an Tagen, wenn man zum Beispiel mit seiner Haut mal super zufrieden ist, was ja auch manchmal vorkommt, und man möchte jetzt sich nicht irgendwie zukleistern, sind solche Foundations ideal, weil sie auch nicht so ein extrem mattes Finish haben. Man kann sie auch mit den Fingern super leicht auftragen. Die Größe ist auch perfekt zum Reißen, also so eine Tube, wo man das dann vorne rausdrückt, kann man auch super unterwegs mitnehmen. Also ich bin echt ein Fan von dieser Foundation und bin froh, dass ich sie mir jetzt endlich mal gekauft habe. Das letzte Produkt ist, tada, wer hätte es gedacht, auch von Charlotte Tilbury. Und zwar rede ich von einem flüssigen Highlighter. Das ist jetzt der Beauty Light Easy Highlighter. Nee, Beauty Light Wand Easy Highlighter. Und zwar gibt es drei Produkte von diesen Tuben hier. Einmal ein Highlighter und zwei Konturprodukte. Alles drei sind Cremeprodukte und das habe ich auch schon so oft auf meinem Handrücken geswatcht und ich war jedes Mal hin und weg. Auch die Videos im Internet sind wirklich so, so gut und jetzt habe ich mir das Produkt endlich mal gekauft. Man bekommt hier so auch so einen Schwammapplikator. Ich würde es allerdings nicht mit dem Schwammapplikator auftragen, sondern einfach auf dem Handrücken so ein bisschen auftupfen und dann mit dem Ringfinger reingehen und dann eben aufs Gesicht auftragen. Das mache ich bei Cremeprodukten immer, einfach weil sich die Cremeprodukte mit der Wärme der Finger besser auftragen lassen und es verbindet sich durch die Wärme einfach besser mit der Haut. Aber es ist so ein toller Highlighter, wirklich. Man sieht so schön strahlend aus. Vor allem alles in Kombi, was ich euch gezeigt habe. Also wenn ihr die Foundation auftragt, dann tragt ihr zum Beispiel hier den Concealer auf. Dann tragt ihr hier den Highlighter auf die Wangenknochen vor allem. Dann pudert ihr ein bisschen ab, also nicht unbedingt da, wo ihr den flüssigen Highlighter aufgetragen habt, aber alles andere. Und dann geht ihr nochmal mit dem Hourglass Puder drüber. Unglaublich, das sieht so toll aus. Richtig strahlend, frisch und das ist das, was ich persönlich bevorzuge. Und dann war es jetzt auch tatsächlich endlich mal mit meinem Haul. Ich habe das Gefühl, dieser Haul geht jetzt wieder 4 Stunden lang. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr euch zuletzt in Sachen Beauty zum Beispiel gekauft habt. Egal, ob es Drogerie war oder High-End oder was auf eurer Wunschliste steht. Also würde mich echt mal interessieren. Und ja, bin ja immer neugierig, was ihr auch so empfehlen könnt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao!